Ja, meine Damen und Herren, hier in Passau auch von mir ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Und mit dem Kommissionspräsidenten, doch in dieser Funktion als Kommissionspräsident sind wir zum ersten Mal auf der Bühne. Wir waren nämlich schon mal hier in Passau, als er Regierungschef war und mit Recht hat er es angemerkt. Aber kommen wir zum Thema. Und ich konnte auch selbst heute sehen, wie der Kommissionspräsident, freundlicherweise konnte ich dabei sein, wie hier die Bevölkerung in Passau, aber ich glaube in ganz Deutschland mit dieser Flüchtlingsfrage umgeht. Und das tut uns Deutschen sehr, sehr gut, insbesondere im Ausland, wenn man lange im Ausland war. Aber jeden berührt das Thema und jeder spricht darüber und diskutiert darüber. Nun sagt die Kanzlerin, wir schaffen es. Das hat der Kommissionspräsident nicht gesagt in seiner Rede. Ich bin ja auch nicht deutscher Kanzler. Es ist ein europäisches Thema. Und es gibt hier im Süden, in Bayern, den Ministerpräsidenten, eine Bewegung, der sagt, mehr geht nicht. Wir schaffen es nicht, wir schaffen es, mehr geht nicht. Das sind zwei Pole, die da aufeinandertreffen. Und man hat das Gefühl, diese politische Auseinandersetzung ist dabei zu eskalieren. Was meinen Sie dazu? Nun haben wir beide Jahrhunderte Interviews geführt. Und mir war nicht bewusst, also wir duzen uns auch hier, das ist okay. So kompliziert. Okay. Dass du noch kein Interview mehr geführt hättest als Kommissionspräsident. Deshalb bin ich ja jetzt hier auf der Bühne, in Passau. Gut, Journalisten werden im zweiten Satz immer präziser als im ersten. Das ist gut. Auf Nachfrage. Nachfrage. Und was uns hier zusammenführt, neben vielen anderen Dingen, ist dann die Flüchtlingsfrage. Und ich werde mich hier nicht gegen den Satz von Angela Merkel wehren, dass Deutschland das schafft. Wer bin ich, dass ich dies tun könnte? Ich sage nur, in Europa müssen wir das schaffen. Was voraussetzt, dass wir den Menschen einige Wahrheiten mit auf den Weg geben. Man soll nicht so tun, als ob diese Krise an Weihnachten vorbei wäre. Wird viel länger anhalten und die Menschen müssen das wissen und die Politiker, die Entscheidungen zu treffen haben und die Verwaltungen und die Kommunen und alle Dienststellen müssen das wissen. Wir haben dafür zu sorgen, dass wir ernst machen mit einigen Sätzen, die wir seit Monaten jetzt in den Äther schicken, beispielsweise Schutz der Außengrenzen. Es reicht nicht, um über den Schutz der Außengrenzen zu reden. Man muss die Außengrenzen schützen. Das muss man tun. Und das können wir auch tun, wenn wir unsere Kräfte bündeln. Die Europäische Union hat heute 670 Polizisten nach Griechenland geschickt. Ich habe mit Präsident Erdogan fast vereinbart letzte Woche, dass es eine gemeinsame Küstenwacht zwischen Türkei und Griechenland geben muss. Es macht ja keinen Sinn, dass wir die armen Menschen ins Wasser springen lassen und dann 120.000, so viel haben wir dieses Jahr gerettet, weil wir die Frontex-Mittel verdreifacht haben, wieder an ein sicheres Ufer bringen. Es ist besser, wir handeln vor Ort. Ich bleibe der Auffassung, dass wir Europäer viele Fehler gemacht haben. Wir haben uns nicht intensiv genug in die Konfliktbegradigung in Syrien, in Afghanistan, im Irak eingebracht. Ich wundere mich im Übrigen, wieso, dass die Flüchtlinge nicht nach Amerika gehen, sondern unbedingt nach Europa wollen. Ich wundere mich, dass sie nicht nach China gehen. Sie gehen auch nicht nach Russland. Sie gehen auch nicht in die arabischen Golfstaaten. Das sind ja keine armen Staaten, die arabischen Golfstaaten. Ich hätte gerne, dass auch dieser Teil der Welt seine Last schultert und uns hilft, mit dieser Krise zu Rande zu kommen. Wir müssen dafür sorgen, dass an den Brennpunkten Europas diese sogenannten Hotspots eingerichtet werden. Niemand weiß eigentlich, was das ist, ein Hotspot, aber alle reden davon, also sage ich das auch, Hotspots brauchen wir und die kriegen wir auch. Bis November wird dies der Fall sein. Und dann müssen wir unsere Aufgaben der Welt gerecht werden. Das ist doch schlimm, dass wir in Sachen Klimaschutz nicht weiterkommen. Hoffentlich passiert das jetzt in Paris. Klimaschutz ist der nächste Auswanderungsgrund. Der kommt massiv auf uns zu.
Schlimm ist es, dass die meisten Industriestaaten ihre Entwicklungshilfe nach unten korrigiert haben, anstatt Entwicklungshilfe sich nach oben schrauben zu lassen. Schlimm ist es, dass viele Staaten ihren Anteil am Welternährungsprogramm drastisch reduziert haben. Schlimm ist es, dass die Gelder, die man bei sogenannten Pledging-Conferences aufreiht, nie geliefert werden. Nur 40% der Angebote, für die man sich feiern lässt, werden dann wirklich auch von Taten gefolgt. Also wenn es uns nicht gelingt, gemeinsam mit anderen die Welt gerechter zu machen, dann wird es uns auf Dauer auch nicht gelingen, diesen Massenzustrom in die Hand zu kriegen. Das ist richtig. Nun hat die Kommission, Jean-Claude Juncker hat es ausgeführt, schon frühzeitig Vorschläge gemacht und hat dieses Problem, was auf uns zukommt, auch vorausgesehen. Die letzten Vorschläge im Mai, was die Verteilung betraf, sehr positiv. Dann trifft sich der Europäische Rat. Es gibt einen Beschluss mit Mehrheitsentscheidung. Es wurden Staaten überstimmt, was den Verteilungsschlüssel angeht. Und dann sagen zum Beispiel die Slowaken, er kommt aus der Sitzung, ich bin zwar überstimmt worden, aber ich werde diesen Beschluss nicht umsetzen. Das zeigt, wie zerrissen eigentlich das Land ist. Und die Bürger hier in Deutschland haben eben das Gefühl, wir können nicht alle aufnehmen und wir tragen die Hauptlast. Und wie kann Europa, was so unsolidarisch ist bisher, aus dieser Krise herauskommen? Beschädigt ist Europa nach der Krise in Diskussionen um Griechenland und jetzt um die Flüchtlingsfrage, was noch lange nicht vorbei ist. Wie kommt Europa aus der Krise heraus? Der Kommissionspräsident legt Vorschläge vor, was eine gerechte Verteilung nach Bevölkerungszahl, nach Wirtschaftskraft vorsieht. Und die nationalen Staaten sagen, machen wir nicht. Also man muss das ein bisschen zurechtdrücken. Okay. Wir sind 28, 4 Staaten haben sich verweigert, um ein verpflichtendes Kurdensystem zu verabschieden. Von diesen 4 machen 3 mit, nur der slowakische Premierminister hat erklärt, er würde nicht mitmachen, sondern geht zum Europäischen Gerichtshof, was ja zeigt, dass wir auch eine rechtsfundierte Gemeinschaft sind. Er wird mitmachen müssen und ich lasse mich nicht Europa, die Europäische Union in Haft nehmen, weil 4 Regierungen nicht schnell genug laufen und weil einer stehen bleibt. Die anderen machen doch mit und die müssen mehr tun. Wenn wir diesen permanenten Verteilungsmechanismus in Vorschlag bringen, dann wünschte ich mir, dass alle mitmachen. Weil ich stelle mir öfters die Frage, die Polizisten, die hier eine hervorragende Arbeit leisten, man dankt denen eigentlich nicht genug. Die sind jeden Tag konfrontiert mit schlimmsten Schicksalen. Und ich habe das heute beobachtet, mit welcher Umsicht und welcher Behutsamkeit sie mit diesen Menschen umgehen. Wenn ich denen zuschaue und auch den Freiwilligen helfen, frage ich mich oft, ob die nicht verzweifeln, dass die Politik so langsam reagiert. Ich habe den Eindruck, obwohl ich da nichts beschönigen möchte, dass die Menschen eigentlich viel weiter sind als manche Regierungen. Die Leute werden nicht gezwungen. Die Menschen sind weiter, auch in Deutschland, als die Politik. Warum sagt man den Menschen nicht und den Bürgern nicht, was alle wissen wollen, wir helfen in diesem Jahr, wie geht es weiter? Das ist die Kernfrage, die die Menschen berührt. Wir helfen jetzt 1 Million, 1,5 Millionen in diesem Jahr. Wie geht es weiter? Der Bundespräsident hat es relativiert, auch Herr Gabriel, der Vizekanzler. Was glauben Sie, warum sagt die Kanzlerin nicht diesen Satz, wir sind hilfsbereit, wir helfen, aber auch unsere Aufnahmefähigkeit ist begrenzt. Wir können nicht die ganze Welt aufnehmen. Also, mein lieber Herr von Kampen, die Sie sich beharrlich weigern, mich jetzt zu duzen bei Publikum zu. Möchte ich darauf hinweisen, dass ich nicht Regierungssprecher in Berlin bin. Die Kanzlerin spricht für sich selbst. Und es bedarf nicht meiner begleitenden Kommentierung, um deutlich zu machen, was sie sagen wollte, möchte oder gesagt hat. Ich sage nur hier 2 Dinge. Zur Wahrheit gehört, dass diese Krise lange andauern wird. Mhm. Zur Wahrheit gehört, dass wenn wir es nicht schaffen, die Außengrenzen adäquat zu schützen und einen solidarischen Umverteilungsschlüssel in der Europäischen Union finden, dann wird plötzlich auch der gute Willen der Menschen zur Neige gehen. Mhm. Die Menschen
nehme nicht 5 Jahre lang keinen Urlaub, um helfen zu können. Heilige tun das vielleicht. Menschen in Europa machen das. Nicht auch nicht Menschen in Passau. Und drittens, und zur Verteidigung meiner Freundin Angela Merkel möchte ich mal Folgendes sagen, also unabhängig von all dem Zauber da, auch hier im Land, meine ich. Als es diese massive Problematik im Budapester Bahnhof gab und überhaupt in Ungarn, weil die Kanzlerin ja kritisiert wird, dass sie da die Schleusen geöffnet hätte. Ja, was hätten sie dann tun sollen? Hat schon jemand darüber nachgedacht, wenn sie einfach in Berlin auf ihrem Sessel gehockt hätte und gesagt, ich mache nichts, ich lasse die Leute, die sollen schauen, dass sie zurechtkommen. Was wäre dann für ein Deutschlandbild entstanden? Mir ist dieses Deutschlandbild lieber. Und nun ist Deutschland natürlich ein weltweit bekannt. Also die Menschen in Afrika wissen nicht, was Rapid Wien ist. Aber alle wissen, was der erste FC Bayern ist. Das ist also die Sogkraft deutscher Spitzenleistungen, die auch viele Menschen zu uns bringen. Und im Übrigen, wir sollten eigentlich, obwohl ich das auch nicht im Detail ausführen möchte, ich lebe lieber auf einem Kontinent, wo die Armen der Welt sich hoffnungsvoll hinwenden, also auf einem Kontinent, wo die Menschen definitiv arm bleiben. Und Flüchtlinge, auch Wirtschaftsflüchtlinge, die können wir aber nicht behalten. Jemand, der sich auf die Flucht macht, ist kein fauler Mensch. Die Faulen bleiben dort sitzen, wo sie sitzen. Die Fleißigen, diejenigen, die an die Zukunft glauben, die machen sich auf den Weg. Und es haben sich viele auf den Weg gemacht, die auch eines Tages zu unserem kollektiven Reichtum beitragen werden. Wie kriegt man einen Mann, der gehört ja auch zur Parteienfamilie innerhalb der EVP, wie Herrn Orban, wie kriegt man den eingefangen in dieses Ziel, was Sie formuliert haben, was Sie vorhaben, was die Europäer wollen? Ich habe keinen Lasso. Das müsste ziemlich groß sein, das Lasso, um ihn einzufangen. Also, aber er wurde von hier in Kloster Banz von Herrn Seehofer empfangen und eingeladen. Seit ich Kommissionspräsident bin, schwebe ich über der Menge. Mische mich nicht in diese Scharmützel ein. Kommen wir zu Griechenland. Schnell weiter, ja. Kommen wir zu Griechenland. Auch eine lange, über den ganzen Sommer hinweg, eine sehr, sehr kritische Situation für den Zusammenhalt der Eurogruppe, für die Europäische Union. Es kam zu dem Ende, dass die Eurogruppe zusammengeblieben ist, aber es war haarscharf und es hat auch viele Wunden gerissen. Im Nachhinein, Herr Schäuble hatte eine andere Idee. Sie haben sich durchgesetzt. Noch. Vertragt ihr euch jetzt wieder? Er muss nachdenken. Nein. Er ist zu alt und zu erfahren, um einem jungen Mann wie mir dauerhaft böse zu sein. Nein. Ich habe mit Wolfgang Schäuble ein hervorragendes Verhältnis. Wir haben vorletzte Woche, war das oder letzte Woche, noch in Brüssel zusammen zu Abend gespeist. Und ich halte Schäuble für eine politische Führungsfigur in Deutschland und in Europa, von dem viele Länder stolz wären, wenn sie über solche verfügten. Da kann ich zustimmen, aber jetzt geht es darum, und das wurde mehrfach gestern auch im Europäischen Parlament betont, dass Europa sich weiterentwickeln muss, wie es der französische Präsident gesagt hatte. Stillstand heißt Rückschritt, wir müssen nach vorne gehen. Schauen wir auf die Wirtschafts- und Währungsunion, die sich weiterentwickeln soll, Fiskalunion, Bankenunion. Und da steht auch ein sehr, sehr kritischer Punkt an. Und das heißt, hier sind einige Banker und auch viele Sparer hier im Saal. Das heißt, die gemeinsame Einlagensicherung. Nun sagen die Volksbanken und auch die Sparkassen, sagen, wir haben unseren eigenen. Warum müssen wir jetzt hier europaweit auch unsere Sparer mithaften? Warum drängen Sie so darauf, dass das, Sie haben es auch in Ihrer Rede
noch einmal betont vor dem Parlament. Warum drängen Sie so darauf, dass das vollendet wird? Und warum kann das nicht den Menschen besser erklärt werden? Erklären Sie mir, warum Sie dabei sein sollen. Herr von Kamp. Ja. Diese gemeinsame Einlagensicherung ist notwendig, weil ohne Einlagensicherung die Bankenunion und die Währungsunion nicht komplett sind. Okay. Was wir vorhaben und was wir angekündigt haben im Wahlkampf zur Europawahl, in den politischen Prioritäten der Kommission und nicht nur im kleingedruckten Teil, besteht darin, dass wir eine Regelung treffen, die die Banken und Sparkassen überhaupt nicht betrifft. Ich kenne das deutsche Sparkassen- und Girowesen gut genug, um zu wissen, nicht die Raiffeisenkassen hat die Weltwirtschaftskrise ausgelöst. Das war nicht die Raiffeisenkassen. Also soll man die Kassen auch in Ruhe lassen, wenn es jetzt um die Neuregelung oder um die Regelung dieser Frage geht. Die Krise wurde ausgelöst von Menschen, die die Kardinaltugenden der sozialen Marktwirtschaft nicht beachtet haben. Der ewige Wunsch nach Geld, immer mehr Geld, immer kurzer Profit, immer nur drei Monate. Das ist ein Wirtschaftssystem und ein Wirtschaftsdenken, was nicht zur sozialen Marktwirtschaft passt. Die Banken, die Sparkassen und Genossenschaftsbanken allerdings, die passen zu unserem Wirtschaftsmodell und deshalb werden die von dieser Einlagensicherung nicht berührt werden. Im Übrigen wird das, ich möchte da nicht technisch werden, nicht einfach ein plumpes Einlagensicherungssystem geben, sondern wir werden das über den Weg der komplizierten Verästelungen, die das Rückversicherungswesen erlaubt, regeln. Die Suppe wird nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Wann wird das realisiert sein? Dass die Bankenunion, geben Sie eine Prognose, abgeschlossen sein kann? Demnächst. Demnächst. So antwortet ein Europapolitiker, ein Erfahrener, dass er sich nicht festlegen will. Aber ich weiß, mit welcher Vehemenz, und ich kann Ihnen ja auch sagen, dass Herr Schäuble natürlich weiß, dass natürlich eine gemeinsame Einlagensicherung zur Bankenunion gehört. Er hat jetzt mal ein bisschen auf die Bremse getreten in diesem Punkt, aber er weiß natürlich auch, dass sie kommen wird und auch kommen muss. Ich glaube nicht, dass seine Einsicht schon so weit gediehen ist. Ja, er wird es nicht so offen sagen. Aber der Bundesfinanzminister hat ja auch die Interessen seines Landes und seines Bankensystems zu vertreten und auch die Sorgen der Menschen ernst zu nehmen. Also wenn wir immer in jedem Dossier von Anfang an einer Meinung wären, dann bräuchten wir ja nicht Tag und Nächte lang zusammenzusitzen. Schäuble argumentiert in der Sache und wir werden da eine Einigung finden. Die Bundeskanzlerin und auch der französische Staatspräsident, auch Sie haben gesagt, wir müssen weiter vorankommen, auch was die politische Integration betrifft. Im Bereich der Sicherheitspolitik, Außenpolitik müssen wir enger zusammenarbeiten, die Europäer. Wir sehen überall die Krisenherde um uns herum, aber auch in der Wirtschaftspolitik. Und das heißt auch, wenn wir in der Wirtschaftspolitik enger kooperieren, dass weitere Souveränitätsrechte nach Brüssel abgegeben werden müssen, auch im Bereich, wenn man ein gemeinsames Schatzamt plant und, was da kommen mag. Da würde mich interessieren, Ihre Vorstellung. Also das Thema hat ein Überthema. Und das Überthema ist, dass wir die europäische Wirtschaft in Schwung bringen müssen. Daran arbeiten wir ja. Die Kommission hat ein europäisches Investitionsprogramm von 315 Milliarden Euro vorgelegt, weil wir die Investitionspanne, die es in Europa gibt, dringendst beheben müssen. Die öffentlichen Investitionen sind 17% niedriger als im Jahr 2008, im ersten Krisenjahr war. In der Bundesrepublik Deutschland, immerhin der Wirtschaftsmotor der Europäischen Union, sind die privaten und öffentlichen Investitionen zwischen 1991 und 2013 um 57% zurückgegangen. Europa muss mehr investieren, wenn wir mit dem Thema Arbeitslosigkeit und Jugendarbeitslosigkeit einen anderen Umgang finden möchten. Wir haben den digitalen Markt energisch angepackt, weil wir die numerische, die digitale Wirtschaft in Europa brauchen. Wir müssen den Rückstand auf die USA aufnehmen. Das sind 2,5 Millionen Arbeitsplätze, wenn wir den digitalen Binnenmarkt hinkriegen. Wir haben den Energiebinnenmarkt jetzt auf den Weg
geschickt, weil es nicht sein kann, dass es vielerorts in Europa keine adäquate Energieanbindung gibt. Das machen wir. Und wir haben jetzt die Kapitalmarktunion auf den Weg gebracht. Das heißt, wir machen einen regelrechten Modernisierungsschub in wichtigen Dingen. Als ich Kommissionspräsident wurde, habe ich im Parlament gesagt, Manfred Weber hat dann einmal ausnahmsweise applaudiert, die Kommission solle sich um die wirklich wichtigen Dinge kümmern, sich mit den großen Themen, Zukunftsthemen beschäftigen, digitaler Markt, Energiemarkt, Investitionen, Kapitalmarktunion, Ähnliches, anstatt uns in jedem Bereich des tagtäglichen Lebens, in dem wir sie nerven, der Bürger einmischen. Europa hat sich viel zu viel in den letzten 20 Jahren um kleine Dinge gekümmert und nicht genug um die großen Dinge. Ich hätte gerne, dass wir uns um die großen Dinge kümmern. Und zu diesen großen Dingen gehört dann auch die Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion in all ihren Aspekten. Beispielsweise auch eine gemeinsame Außenvertretung des Euroraums. Es ist ja grotesk, wenn der Internationale Währungsfonds tagt, dass dann jedes Land durch seinen Minister am Tisch das IWF vertreten wird. Ich war ja lange Jahre, und das war nicht vergnügungssteuerpflichtig, Chef der Eurogruppe. Der Präsident der Eurogruppe vertritt die Europäer beim sogenannten G3, Japaner und Amerikaner und Europäer. Da habe ich da mit den Großen da gerungen. Und das hat zur Folge, dass viele, die sich mit Europa schwer tun, wie zum Beispiel unsere britischen Freunde, das nicht sehr gemocht haben. Dass der britische Schatzkanzler im Sitzungssaal sitzt und dann kommt der luxemburgische Finanzminister rein und erklärt dann, was er mit den Japanern und mit den Amerikanern vereinbart hat. Ich war lieber luxemburgischer Premierminister als britischer Schatzkanzler. Und deshalb muss man auch mit dem Thema Großbritannien sehr behutsam umgehen, aber dazu kommen wir sicher noch. Ich meine, bei dem nächsten Europäischen Rat will David Cameron, auch wenn man die Debatte verfolgt hat, jetzt auf dem Parteitag seine Forderungen für einen Better Deal für Großbritannien vortragen. Sie alle wissen, es kommt zu einem Referendum, bleiben Sie drin. Gehen Sie raus. Vielleicht können Sie sagen, ich weiß, dass im Hintergrund sehr intensiv im kleinsten Kreis in der Kommission Gespräche laufen. Ich bin selbst dafür, 100-prozentig, dass Großbritannien zu halten ist. Aber wenn jetzt in der Krise auch noch eine neue Diskussion beginnt um Großbritannien, könnte das sehr, sehr schwierig werden, dass eben auch die Menschen das verstehen und sagen, warum sollen wir in diesen Punkten, was die Grundfreiheiten auch betrifft oder anrührt oder tangiert, um besser zu sagen, warum sollen wir den Briten in diesem Punkt nachgeben? Wie sehen Sie die Einigungschancen? Wenn ich das wüsste, würde man nicht darüber rätseln, ob Frau Merkel den Friedensnobelpreis kriegt, dann hätte ich den Friedensnobelpreis in Wirtschaftspolitik schon längst in der Tasche, wenn ich das wüsste. Ich weiß es nicht im Detail. Ich war bei David Cameron auf Checkers auf seinem Landsitz. Ich esse mit ihm am nächsten Donnerstag, wo wir die Sitzung des Europäischen Rates vorbereiten. Und wir warten darauf, dass Großbritannien seine Positionen benennt. Das hat Großbritannien nicht in Gänze bis heute getan. Ich habe im Wahlkampf zum Europaparlament mich für einen faires Deal für Großbritannien eingesetzt. Und das ist mir auch ernst gemeint. Ich bin sehr dafür, dass Großbritannien Mitglied der Europäischen Union bleibt, weil wir den britischen Pragmatismus brauchen, dieses Nonsense-Policy, das beherrschen die Briten besser als wir Kontinentaleuropäer. Aber dies kann natürlich nicht zu einseitigen Bedingungen, die von Großbritannien diktiert würden, geschehen. Beispielsweise die Freizügigkeit für Arbeitnehmer kann nicht tangiert werden. Das ist eines der vier Grundprinzipien der römischen Verträge. Das kann nicht zur Disposition gestellt werden. Anderes ist weniger wichtig. Zum Beispiel steht im Vertrag, dass wir an ever closer union anstreben würden. Das klingt in britischen Ohren als der totale Verzicht auf die Restbestände nationaler Souveränität. Da wird man
Lösungen finden, aber dieses britische Problem wird uns, wie ich denke, bis Mitte nächsten Jahres beschäftigen. Und ich mag das alles nicht, weil wann immer man jetzt eine Initiative nimmt, man von den Klugen dieser Welt gesagt bekommt, man soll das lieber sein lassen, weil das würde das britische Referendum in hohem Maße schwieriger gestalten. Und es darf aus dieser britischen Debatte aber nicht ein Stillstand in der gesamten Europäischen Union entstehen. Wir haben das Flüchtlingsproblem, wir haben ein nicht endgültig gelöstes, aber sich auf dem Weg der Lösung befindliches Griechenland-Problem. Wir haben das britische Problem. Wir kriegen, wie ich das sehe, obwohl ich da keine Mutmaßungen ergehen möchte, ein polnisches Problem, wenn die jetzige Oppositionspartei wieder Regierungspartei gibt. Wir haben in einigen Teilen Ost- und Mitteleuropas das Phänomen zu beobachten, das scheinbar nicht genau gewusst war, was das heißt, Mitglied der Europäischen Union zu sein. Wir haben also Lasten zu schultern in den nächsten Monaten, die so sind, dass für uns keine zusätzlichen Probleme, die wir nicht unbedingt haben müssen, auch noch aufladen. So, und deshalb wäre ich sehr dankbar dafür, wenn wir mit Großbritannien schnell eine Lösung fänden, anstatt dass wir jetzt in die Richtung Hängepartie auf den Weg machen, die hinten und vorne leben wird. Sie haben gesagt, die EU muss sich weiterentwickeln, muss sich bewegen, die Integrationsprozesse sollen weitergehen. Sie haben in Ihrer Rede gesagt, mehr Europa, das kann man sich nichts darunter vorstellen. Aber in der Richtung, wie wollen Sie momentan die Bürger überzeugen, in dem Bild, wie sich momentan die Europäische Union nach außen darstellt, dass wir mehr Europa brauchen? Was sagen Sie den Bürgern? Also man muss erst mal aufhören, den Bürgern egal was zu erzählen. Mich ärgert nach jedem Europäischen Rat und nach Einsicht in die 28 Pressekonferenzen, dass jeder sagt, er hätte gewonnen. Ja. Das ist lächerlich. Ich war 19 Jahre Mitglied des Europäischen Rates und hocke jetzt auch da. Also wenn ich die Pressekonferenzen die nationalen Pressekonferenzen verfolge, dann denke ich mir, in welchem Saal war ich eigentlich? Was wurde da eigentlich Das hatte schon immer für mich als luxemburgischer Premierminister ein Riesenproblem, weil die Luxemburger sind ja vielsprachig, müssen sie sein, weil der Rest der Welt weigert sich ja luxemburgisch zu reden, also reden wir die Sprachen der anderen. Wenn ich im luxemburgischen Fernsehen auftrat, dann war Gerhard Schröder und Angela Merkel, die waren schon im Heute-Journal, mit Ihnen, Herr von Kamp. Tagesschau ist vorbei, französische Nachrichten sind vorbei, belgische Nachrichten sind vorbei. Und dann komme ich um 8 Uhr und dann haben ja schon alle gesiegt. Dann musst du erklären, wieso niemand gesiegt hat, sondern dass alle, wenn wir keine Einigung gefunden haben, dass wir alle zusammen verloren haben. In Europa siegt nicht nur einer, aber in Europa können alle verlieren. Und deshalb sollen wir aufhören, so zu tun, als ob diese oder jene alle Vorgänge in Europa beherrschen würden. Das ist nun wirklich nicht der Fall. Und wir müssen uns, wie ich denke, weil wir auch über Ursachenbekämpfung der Flüchtlinge, des Flüchtlingsdramas reden, stärker auf eine gemeinsame europäische Außenpolitik konzentrieren, inklusive Verteidigungspolitik und Sicherheitspolitik. Also ich bin sowieso der Meinung, dass wir eine europäische Armee brauchen, aber ich habe das jetzt einmal gesagt, das hat die Demoskopen in Großbritannien derart in Bewegung gebracht, dass ich das lieber unterlasse. Das muss aber kommen. In Sachen Verteidigung gleicht Europa eher, wenn ich die Verteidigungspolitik mir anschaue oder die Außenpolitik, dann ist ein Hühnerhaufen eine geschlossene Kampfformation gegen Europa. Sagt ein Kommissionspräsident bei den vielen Krisen, die es umherum in Europa gibt. Aber Sie haben in Ihrer Rede was Interessantes gesagt, was ja nicht von allen geteilt wird, dass man auch mit Russland wieder den Dialog suchen muss, weil es offenbar, wir sehen es bei dem Iran, war ein positives Beispiel, aber jetzt auch bei Syrien, dass es offenbar ohne Russland nicht geht. Ja, ob es aber so gehen muss, wie es jetzt geht, das ist eine andere Frage. Also ich bin der Meinung generell, dass wir unser Verhältnis zu Russland verbessern müssen. Ich rede auch von Zeit zu Zeit mit Präsident Putin darüber. Wie läuft so ein Gespräch mit ihm?
Sie dauern immer sehr lange. Das letzte Gespräch haben wir in Australien geführt. Ich war dabei in Brisbane. Du warst dabei, aber nicht dabei. Ich habe gehört. Da saßen wir 4 Stunden nachts zusammen. Wir hatten uns also viel, viel zu erzählen. Wie viel Wodka musste man trinken? Ich plaudere nie Betriebsgeheimnisse. Nein. Also wir müssen mit Russland ein anständiges Verhältnis haben. Das bedingt allerdings, dass Russland sich auch massiv bewegt, so wie Russland Entschuldigung, in Sachen Krim vorgegangen ist oder so wie Russland in Sachen Ostukraine sich benimmt. Das geht so nicht. Aber wir müssen versuchen, wieder in ein normales Gespräch mit Russland zu kommen. Wenn wir uns nur anschweigen, wenn wir nur übereinander reden, statt miteinander zu reden, dann wird dies Europa und der Welt nicht gut tun. Russland ist ein wichtiger Faktor in Sachen europäische Sicherheitsarchitektur. Das dürfen wir nicht vergessen. Und man muss die Russen einfach, ich sage das mal so plump, anständig behandeln. Ich weiß aus meinen Gesprächen mit Putin, dass er solche Sätze wie von Barack Obama gesagt, nicht gutiert. Russland ist eine Regionalmacht, was soll denn das? So redet man nicht über Russland. Russland möchte auf gleicher Augenhöhe behandelt werden und das haben die Russen auch recht. Die Russen sind ein stolzes Volk, die Russen sind ein großes Land. Die Russen haben eine Rolle zu spielen und man darf sie nicht von der Bildfläche verdrängen, sonst melden sie sich, wie wir gesehen haben, sehr schnell wieder. Hans-Dietrich Genscher hat ja mal gesagt, es wird in Europa keine Sicherheit geben, ohne und schon gar nicht gegen Russland. Aber mich würde interessieren, wie eine Idee, die damals bei dem letzten Gespräch in Australien mit Putin lanciert ist oder von Ihnen vorgeschlagen wurde, Herr Kommissionspräsident, dass warum man die Freihandelszone nicht eben auch weiter in den Osten ausweitet und versucht, bei diesem Thema Russland mit einzubinden und nicht auszugrenzen. Wir führen ja Gespräche, sogenannte Dreiergespräche mit Russland, mit der Ukraine und mit uns selbst über das Freihandelsabkommen mit der Ukraine. Russland hat da weder eine Vetomöglichkeit noch Mitspracherecht, aber es macht doch Sinn, wenn man ein Freihandelsabkommen mit der Ukraine vereinbart, dass man auch mit Russland über die wirtschaftlichen Folgen für Russland, die sich aus diesem Freihandelsabkommen ergeben, redet. Diese Gespräche, schwierige Gespräche, finden zurzeit statt. Warum hat man sich das nicht vorher überlegt? Ja. Also wenn ich jetzt sagen würde, wie es ist, wie es war, ja, wir bitten darum. Und wir dass es darum. Einige Regierungschefs gab, darunter ich, deshalb sage ich das auch gerne, die darauf gedrängt haben, während der Verhandlungen mit der Ukraine, sich mit Russland darüber zu unterhalten, anstatt den Russen zu bedeuten, sie hätten an dem Tisch nichts verloren, dann wäre es nicht so weit gekommen, wie es gekommen ist. Das ist wiederum dieses Thema, man muss Russland auf gleicher Augenhöhe behandeln. Und man muss auch jetzt, wie ich finde, zwischen der Freihandelszone, die wir mit der Ukraine zustande gebracht haben, und der eurasiatischen Freihandelszone, die Russland, Kasachstan und einige anderen beschlossen haben, diese beiden Freihandelszonen müssen miteinander dialogieren, statt sich zu bekämpfen. Verhältnis zu Amerika, zu den USA, strittiges Thema. Manfred Weber hat es angesprochen, die USA schließen mit dem pazifischen Raum ein Freihandelsabkommen und bei TTIP hat man den Eindruck, da läuft man gegen eine Wand. Und welche Konsequenzen hätte das für Europa, wenn diese Verhandlungen wirklich scheitern sollten oder so zusammengestutzt werden, dass praktisch kaum noch was übrig bleibt? Also ich bin in Sachen transatlantische Wirtschaftsbeziehungen kein Hurra-Atlantiker, weil die Amerikaner, die ich sehr mag, ihre Interessen mit einer Energie vertreten, von der wir Europäer überhaupt keine Vorstellung haben. Und deshalb muss man
in diesen Verhandlungen sehr darauf achten, dass wir nicht untergebuttert werden. Aber ich hätte gerne, dass dieses Freihandelsabkommen zustande kommt, weil wenn es nicht zustande kommt, dann werden die Normen und die Regeln des internationalen Welthandels und der internationalen Wirtschaftsverbindungen einseitig von Amerikanern und von Chinesen übermorgen, falls das so lange dauert, entschieden werden. Amerika hat den pazifischen Raum fest im Blick und schon eine halbe kalte Schulter dem Atlantik zugewandt. Wenn ich mit Obama über TTIP rede, habe ich nicht den Eindruck, dass er über mich begeistert wäre, wenn dieses Abkommen schnell beschlossen würde, aber hat sich trotzdem in den letzten Monaten sehr bewegt. Wir müssen natürlich für maximale Transparenz sorgen und nicht in Ängstlichkeit verstarren. Manchmal habe ich den Eindruck, die Europäer machen Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Und das bringt nichts. Man muss mit den Amerikanern hart in der Sache verhandeln. Und wie weit ist man von einem Abschluss entfernt? Ich weiß das nicht. Was sagt der Kommissionspräsident? Kann er? Der sagt, dass Juncker das nicht weiß. Nein, wir bemühen uns, dass das ist sehr intensiv, in die Gänge kommt. Das ist ja in den Gängen. Aber wir haben mit so vielen Nebenkriegsschauplätzen zu tun, die alle wichtig sind, aber nicht so wichtig, dass wir uns nur darauf konzentrieren sollen. Also es wird keine Chlorhühnchen auf europäischen Teller geben. Also diese Angst, dass Europa von den Amerikanern vergiftet wird, ist völlig unberechtigt. Im Übrigen, ein aktuelles Beispiel hier im Lande zeigt, dass amerikanische Normen manchmal strenger sind als Ich bin ja traurig. Deutschland hat den einzigen Flughafen der Welt, der nur auf dem Landweg zu erreichen ist. Und jetzt kann man ihn auch noch nicht mit allen deutschen Autos erreichen. Das ist eine doppelte Katastrophe. Nein, aber ernsthaft, wir kommen da weiter. Und mich ärgert nicht so sehr, dass viele Menschen sagen, Transparenz muss sein, wir müssen Einblick in die Verhandlungsunterlagen kriegen. Das mag so sein, das ist auch so, obwohl wir hunderte Freihandelsabkommen abgeschlossen haben, ohne dass jemand auch nur einmal ein Blatt sich zur Meditation vorlegt. Die Kommission veröffentlicht alles, fast alles, jedenfalls alles, was ich auch weiß. Das ist einer der wenigsten besuchten Internetseiten, die es weltweit gibt. Und diese Vorstellung, obwohl ich für Transparenz bin, wirklich, dass wir jetzt alle europäischen Verhandlungspositionen zuerst einmal publik machen, damit die Herrschaften in Washington sich mal darauf einstellen können, was denn die europäischen Rückfallpositionen werden, ist doch der helle Wahnsinn. Das tut man ja nicht mal in einer Ehe, geschweige denn im transatlantischen Verhältnis. Außerdem wissen die Amerikaner wahrscheinlich alle Rückfallpositionen durch ihre großen Ohren sowieso, bevor man sich an den Verhandlungstisch setzt, wie man auch hören konnte. Ja, Obama ruft an und dann sagt er, wie geht das? Sie sagt, das weißt du doch. Ist das Verhältnis EU-USA noch intakt und wie wichtig ist es für Europa? Also ganz intakt war das Verhältnis ja nie. Ja. Es ist so wie das deutsch-französische Verhältnis. Es wird viel beschworen, ist aber nie ganz intakt. Wie die Nicht-Deutschen und die Nicht-Franzosen wissen, die sich da bemühen, Sprachbarrieren zu überwinden. Wir brauchen die USA. Ich halte dies. Die USA und Europa zusammengenommen sind mit Abstand der größte Wirtschaftsraum der Welt. Sind zwei große demokratische Räume, auch zwei große Rechtsräume. Deshalb auch der Vorschlag der Kommission, von diesen Schiedsgerichten im TTIP-Zusammenhang Abschied zu nehmen und das zwischen Gänsefüßen durch normale Gerichtsbarkeiten zu ersetzen. Also ich finde schon, dass die Welt besser sein könnte, wenn Europäer und Amerikaner sich besser abstimmen würden. Inwieweit spielt das eine Rolle? Wir sind ja alle stolz auf den Wirtschaftsstandort Europa, Wirtschaftsstandort Deutschland. Inwieweit ist eigentlich da das Image jetzt durch den VW-Skandal angekratzt, was auch die Wirkung in die Welt, in die anderen Handelsmächte, insbesondere in die USA betrifft? Ich kann das nicht abschätzen.
es tut dem Wirtschaftsstandort mit Sicherheit nicht gut. Und es wäre aber ein Fehler, denke ich, jetzt den Wirtschaftsstandort Deutschland auf diese VW-Geschichte zu verkürzen. Die deutsche Wirtschaft ist doch robuster und stärker als jetzt nur durch die VW-Bille betrachtet. Im Übrigen, bis heute konnte auch noch niemand nachfragen, dass VW schlecht Autos bauen wird. Ja? Mhm. Es fehlt nur, es gibt ein Stück zu viel in dem Auto. Aber dass die deutsche Automobilindustrie ist weltweit führend. Der Wirtschaftsstandort zieht kräftige Säfte aus dem Automobilsektor. Und ich glaube nicht, bei näherem Nachdenken, dass dies auf Dauer Einfluss auf die Kraft der deutschen Volkswirtschaft haben wird, glaube ich. Wir sind hier in einem Medienhaus und natürlich hat alle aufgeschreckt das Urteil, was im Europäischen Gerichtshof gefallen ist. Das heißt, dass eben aus unseren datenschutzrechtlichen Argumenten und europäischen Vorstellungen die Daten der großen Internetunternehmen Google mit Facebook und WhatsApp oder wie auch immer nicht mehr in Server in die USA transferiert werden dürfen. Was bedeutet das eigentlich ganz konkret für die Unternehmen, auch für die Bürger? Ist jetzt wirklich, das war ja ein Paukenschlag, der da kam, ist jetzt wirklich, dass mal gesagt wird, auch die USA muss sich wenn wir das Geschäft betreiben wollen, eben unseren Datenschutzrichtlinien eben unterwerfen, was insbesondere die Persönlichkeitsrechte betrifft. Also man muss ja Google und Safe Harbor vielleicht auseinanderhalten, obwohl das ja die verwandt sind miteinander. Gelten muss, dass europäische Datenschutzregeln, wer immer auch mit Daten handelt und faltet, von allen, die hier operativ tätig werden, respektiert werden müssen. Das hat der Europäische Gerichtshof noch einmal deutlich gemacht. Und in Sachen Google hat ja eine 90-prozentige Macht, beherrschende Stellung. In Europa ist die Kommission dabei, ein Wettbewerbsverfahren durchzuziehen. Die Wettbewerbskommissarin macht das. Und für Google gilt, was für alle anderen gilt, europäische Regeln sind einzeln, wenn man in Europa wirtschaftlich tätig wird. Die Amerikaner sind sehr nervös in Sachen Google. Ich habe im Übrigen mit einiger Verstimmung festgestellt, nachdem der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofes in Sachen Safe Harbor sein Plädoyer abgeschlossen hatte, dass die amerikanische Regierung beim Europäischen Gerichtshof vorstellig geworden ist, um zu sagen, dass das so nicht geht. Ich glaube, europäische Regierungen machen das nicht so offen. Zum Glück nicht. Glück nein, nicht. Nein, nein, das geht nicht. Bald ist die Juncker-Kommission ein Jahr im Amt und ich erinnere mich, in der Eröffnungsrede fiel das Wort von Jean-Claude Juncker, dass er gesagt hat, dies ist die Kommission der letzten Chance. Inwieweit, was wurde geschafft in diesem Jahr und inwieweit sind wir vorangekommen? Ich habe in dieser Rede hier alles aufgelistet gehabt. Habe über einiges geredet, digitale Agenda, Kapitalmarktunion, Energie und so weiter und so fort. Und Investitionsplan. Und ich habe auch unter den Prioritäten der Europäischen Kommission das Thema Migration benannt. Mhm. Das hat letztes Jahr im November noch niemanden richtig interessiert. Weil ich mir dachte, also ich habe keine weitergehenden Kenntnisse als anderen, aber ich habe gespürt, da kommt etwas auf uns zu, weil das war ja in den Anfängen schon bemerkbar. Und dass wir das thematisiert haben, dieses und vieles andere, zeigt, dass wir uns schon bewusst sind, dass dies die Kommission der letzten Chance ist. Wenn wir einfach so weitergemacht hätten wie bislang, ohne dass ich meine Vorgänger da beschädigen möchte, dann wäre das Ganze nichts geworden. Es ist auch jetzt noch nichts geworden. Es ist alles noch in der Mache. Jean-Claude Juncker hat auch angekündigt, und das hat er wirklich, das kann ich sagen, von der Beobachtung, er wolle ein politischer
Kommissionspräsident sein. Wie wurde denn diese Ankündigung und auch jetzt, wie soll man sagen, wie hat sich das eingespielt unter den Mitgliedstaaten, insbesondere von den Staats- und Regierungschefs? Gibt es das noch, was es, wie ich mal irgendwie gehört habe, in früheren Kommissionen von Paris oder Berlin oder London angerufen wurde? Und die Kommission hat dann beigedreht oder ist das vorbei unter Jean-Claude Juncker? Also wenn es um den Terminus politische Kommission geht, da sind die Regierungsreaktionen am Anfang sehr unterschiedlich gewesen. Die einen sahen das so und die anderen sahen das so. Was hat Berlin denn gesagt? Jetzt sehen alle erst richtig. Nämlich, dass die Kommission keine anonyme Gangsterbande ist von gut bezahlten Spitzenfunktionären, sondern dass wir politische Arbeit leisten, weil wir auch durch politische Beschlüsse ins Amt gekommen sind. Wir hatten einen Europawahlkampf, da wurde der Kommissionspräsident zum ersten Mal direkt gewählt. Also ich begleite diesen Satz immer mit einem leichten Schmunzeln. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch in Europa, der weiß, dass er direkt gewählt ist. Ob die Wähler das aufwissen, da habe ich manchmal sehr erhebliche Zweifel. Aber das Europäische Parlament hat den Kommissionspräsidenten bestimmt. Ich habe sehr großen Wert darauf gelegt, starke Führungspersönlichkeiten in die Europäische Kommission als Kommissar zu kriegen. Frühere Premierminister, alle wurden Vizepräsidenten der Kommission, frühere Außenminister, Verteidigungsminister, Landwirtschaftsminister, wie auch mein Freund Franz Fischler, der ja eine gewichtige Person in Brüssel war und dem ich immer gerne zuhöre. Also waschechte Politiker, nicht Diplomaten, gegen die ich nichts habe, nicht Gewerkschaftssekretär, gegen die ich auch nichts habe, sondern gewählte Politiker, die wissen, was politische Verantwortung ist und die sich dann auch mit den Regierungen ins Benehmen setzen können. Nicht immer gelingt das. Es wird immer gesagt, früher haben Kanzler und französischer Staatspräsident in der Kommission angerufen und sich durchgesetzt. Ja. Sie rufen immer noch an. Sie rufen immer noch an? Haben es noch nicht aufgegeben? Also nein, haben nein, es nein, noch nein. Bei Jean-Claude Juncker noch nicht aufgegeben? Nein. Ich hielt das ja für relativ aberwitzig, wenn man mit der halben Welt in Kontakt steht, aber nicht mit der Kanzlerin und mit dem französischen Staatspräsidenten. Aber es ist nicht so, dass ich da auf Zuruf reagieren würde. Aber ich kann mit den beiden gut. Ich kann wirklich gut mit den beiden. Nun hat ja Jean-Claude Juncker auch in seiner neuen Kommission erstmals sogenannte Vizepräsidenten eingeführt. 7 an der Zahl, glaube ich. Und der deutsche Kommissar und auch der französische Kommissar sind keine Vizepräsidenten. Wie sind die beiden, Günther Oettinger, denn damit zurechtgekommen? Also die sind nicht autobiografisch in sich zusammengefallen. Wir haben einen Vizepräsidenten ernannt, die kein direktes Ressort bedienen haben. Das tun die Kommissare. Die Vizepräsidenten haben eine politische Funktion, die sind keine kleinen Chefs, sondern große Koordinierer und Animatoren. Und das geht sehr gut. Und ich habe das gemacht, weil ich nicht alles selbst machen wollte. Das war also erstmal die Faulheit, die mich dazu gebracht hat, einige Zuständigkeiten des Kommissionspräsidenten an die Vizepräsidenten zu delegieren und zweitens, weil wir 28 Kommissare haben. Ich habe aber keine Arbeit für 28 Kommissare. Dann ist es doch besser, entlang der Linien der großen Prioritäten, digitales Kapitalmarktunion, Verteidigungs- Außenpolitik, Vizepräsidenten mit der Koordinierung zu beschäftigen. Wenn ich 28 Kommissare mit einem Portfolio beglücken möchte, dann hätten wir 28 partialisierte kleine Zuständigkeiten in der Kommission, wo nichts zu nichts passen würde. Und wenn man eine Politik aus einem Guss will, dann muss man das straffen und anders organisieren. Das geht sehr gut, sagen die Vizepräsidenten. Sagen die Vizepräsidenten, die kleine Nuance, sagen nicht die normalen Kommissare, wie man heraushört, normale in Anführungszeichen Kommissare. Vielleicht eine Frage, wir haben so viel über die Krisensituationen gesprochen, die überall laufen. Eine Frage, die natürlich Sie auch beschäftigt ist, jetzt im November wird, glaube ich, Anfang November nochmal Griechenland, die Auflagen, die gemacht wurden, die Reformanstrengungen, die empfohlen wurden, werden noch einmal überprüft. Die Frage ist,
beginnt jetzt oder besteht die Gefahr, dass das Theater, was wir ja oft erlebt haben in den vergangenen 5 Jahren, dann immer wieder jetzt wieder von vorne beginnt? Also ich hoffe nicht. Sie hoffen nicht, oder? Ich hoffe nicht und ich glaube es auch nicht, weil die Griechen haben jetzt die Gesetzgebungsverfahren zu Ende geführt, die sie vornehmen mussten, sind jetzt dabei, die Programme zu implementieren. Die Kommission gibt da Hilfestellung. Wir haben ein strukturpolitisches Reformprogramm von 35 Milliarden Euro jetzt mit den Griechen auf dem Verhandlungsweg. Wir überprüfen Stück für Stück, ob das, was die griechische Regierung liefert, dem entspricht, was wir gemeinsam vereinbart haben. Bis jetzt ist das so. Und im November werden wir eine Überprüfung des Programmes machen. Was da fehlt, muss hinzugefügt werden. Und dann hoffe ich, dass wir nicht mehr das erleben, was wir in den vergangenen Jahren erlebt haben, dass da Rückstände entstanden sind. Es wäre auch. Wo kommt das Vertrauen her, wo so viel Vertrauen zerstört wurde? Da muss man sich sehr bemühen. Die Kommission hat das getan. Viele Mitgliedstaaten, nicht viele, einige haben das nicht sehr gemocht, dass die Europäische Kommission sich überhaupt um das Griechenland-Paket gekümmert hat. Aber wenn wir das nicht gemacht hätten, hätte niemand das gemacht. Ich habe mich sehr im Namen der Kommission gegen Grexit gewehrt. Das hat auch manchem guten Freund von mir nicht so sehr gepasst. Und ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass man auch die Griechen mit einer elementaren Würde trotzdem behandelt. Ich habe da vieles gehört in Deutschland, in Österreich, in den Niederlanden, in Luxemburg, was die Menschen in Griechenland beleidigt hat. So geht man nicht mit Griechenland um. Es gibt in Griechenland viele Menschen, die schwerstens unter dieser Wirtschafts- und Finanzkrise gelitten haben. Und ich verlange Respekt vor den Griechen. Wir wollen Ihnen jetzt, meine Damen und Herren, Gelegenheit geben, schauen wir die Fragen an, dass Sie die Möglichkeit haben, Jean-Claude Juncker zu fragen. Max Gemmerek fragt jetzt hier, welche Konsequenzen drohen EU-Ländern, die trotz Quotenregel Flüchtlinge abweisen? Sie werden das nicht tun. Ihr Wort in Gottes Ohr, aber wenn trotzdem es geschieht? Ja, dann müssen wir eine andere Gangart einlegen. Ich bin weit davon entfernt, diese Länder Mittel aus den Strukturfonds zu kürzen, weil das rechtlich auch nicht zurzeit nicht möglich ist. Aber falls es eine dauerhafte, anhaltende Weigerung gäbe, diesen gemeinsamen Solidarauftrag in einigen Ländern ernst zu nehmen, dann müssen wir das Regelwerk dahingehend überprüfen, dass der nicht hilft, auch nicht mehr geholfen bekommt. Klare Worte.